Ja, guten Morgen. Zunächst einmal, Herr Kampert, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung und für die schönen Worte zu diesem Preis. Wie wir alle wissen, findet man immer etwas geschmeichelt in diesen Laudatios. Wie wir alle wissen, ist natürlich die Entdeckung des Higgs-Teilchens und der Aufbau der Experimente am LHC nicht einem Einzelnen zuzuschreiben, sondern wir alle wissen, dass es eine große Gemeinschaftsleistung ist. Von vielen Experimentalphysikern, aber auch, wie ich versuchen werde, im Verlauf des Vortrags zu zeigen, von Kollegen aus der Theorie. Das ist eine große Gemeinschaftsleistung der Teilchenphysik. Und deswegen glaube ich auch, dass vielleicht nicht nur die persönlichen Forschungsleistungen damit gewürdigt werden, sondern ich glaube, wir sollten das auch auffassen als eine Würdigung der Leistungen der Teilchenphysiker aus Deutschland, sowohl der Experimentalphysiker als auch der Theoretiker. Und ich freue mich, dass ich diesen Vortrag hier halten darf. Das kommt ja nicht so oft vor im Leben. Insbesondere hier in Wuppertal, wo Wuppertal eines der Institute ist, die seit Anfang an dabei sind an diesen Experimenten und auch da große Beiträge zu geleistet haben. Und ich freue mich auch, dass so viele junge Leute hier sind und wir alle wissen, dass auch die Postdoktoranden und Doktoranden massive Anteile an diesem Erfolg, an der Entdeckung dieses Higgs-Teilchens an der LHC haben. So, Sie alle wissen, dass ich sehr verbunden bin mit dem Higgs-Teilchen, aber ich möchte heute nicht nur über das Higgs-Teilchen reden, sondern ich habe den Titel so gewählt, von der Entdeckung des Higgs-Teilchens zur Suche nach neuer Physik. Und ich habe vor, dass ich hier einen Überblick gebe über die Highlights sozusagen, über das, was wir am LHC erreicht haben in den letzten 3 Jahren, der Datennahme und der Analyse seitdem. Und das führt automatisch dann auch dazu, wie geht es weiter an LHC, was kommt danach. So, das ist eine Folie, die ich eigentlich schon seit 20 Jahren zeige. Das sind die Schlüsselfragen der Teilchenphysik. Wenn man, glaube ich, vor 10, 15, 20 Jahren die Leute gefragt hat, was sind die größten Probleme der Physik, dann steht ganz oben die Frage nach der Masse. Was ist der Ursprung der Masse der Elementarteilchen? Wie ist die elektroschwache Symmetrie gebrochen und in dem Zusammenhang natürlich klarerweise die Frage, existiert das Higgs-Teilchen? Die zweite wichtige Frage ist die Frage nach Vereinheitlichung. Können die Wechselwirkungen, die wir beobachten, wir alle wissen, es gibt 4 fundamentale Wechselwirkungen, die 2 davon sind schon vereinheitlicht bei der elektroschwachen Skala, die schwache und die elektromagnetische Wechselwirkung. Können sie weiter vereinheitlicht werden? Gibt es eine große Vereinheitlichungsskala, wo man die starke Wechselwirkung vielleicht irgendwann sogar die Gravitation mit einbinden kann? Eine ganz wesentliche Frage in dem Zusammenhang ist die Frage, gibt es neue Formen von Materie auf dem Weg zu dieser Vereinheitlichung? Und Sie alle wissen, dass wir diese Materie ja ganz dringend brauchen. Wenn man sich die Energiedichte des Universums anschaut, dann verstehen wir vielleicht gerade mal 5% dieser Energiedichte und der Rest ist, liegt vor in Form von dunkler Materie oder dunkler Energie. So, ganz wichtig eben diese Fragen. Und die dritte Frage ist der Komplex Flavor, nämlich warum gibt es die 3 Generationen, warum erklärt sich die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Den dritten Punkt, den kann ich heute ausklammern in meinem Vortrag, weil es ja bereits einen sehr schönen, exzellenten Vortrag zu diesem Themenkomplex am Montag von Ulrich Huber gab. Ich möchte mich also beim LHC konzentrieren auf die ersten beiden Punkte. Und es bestand auch der allgemeine Konsens, dass Antworten auf diese Fragen, zumindest eine dieser Fragen, auf der Energieskala der TIV-Skala zu finden sind. Und das definierte auch ganz klar die Mission des LHCs. Man musste eine Maschine, einen Beschleuniger bauen vor 20, 25 Jahren, der in der Lage war, diesen gesamten Energiebereich bis zu dem TIV abzudecken und zumindest die erste Frage definitiv zu klären, nämlich die Frage, existiert das Higgs-Teilchen, ja oder nein? Wenn man die nächste Folie anschaut, dann kann man sagen, Mission accomplished. Ja, zumindest was die erste Frage betrifft. Es gab, wie Sie alle wissen, eine große Aufregung, sowohl in den Wissenschaftszeitschriften als auch in den normalen Medien, überaus große Anteilnahme an der Entdeckung des Higgs-Teilchens im Jahre 2012. Es wurde bezeichnet als Breakthrough of the Year. Und wie wir alle wissen, stellte diese Entdeckung auch eine wichtige Voraussetzung dafür dar, dass die beiden Theoretiker François Englert und Peter Higgs ausgezeichnet worden sind mit dem Nobelpreis für die Formulierung ihrer Idee, wie man Massen für Elementarteilchen generiert. Ich werde darauf im Verlauf des Vortrags natürlich nochmal zurückkommen.
So, dann zum Beschleuniger. Ich glaube, da muss ich nicht sehr viel dazu sagen. Wir haben einen Beschleunigerring, der mit Protonen gefüllt ist, auf Energien von 7 bzw. 8 TeV. Es gibt zwei sogenannte General Purpose Experiments, ATLAS und CMS, die eigentlich das gesamte Spektrum der Proton-Proton-Physik abdecken. Dann gibt es zwei dedizierte Experimente, eins LHCb, das den Bereich der Flare-Physik adressiert, und das ELIS-Experiment, in dem man eine neue Form von Materie, nämlich das sogenannte Quark-Gluon-Plasma, das in Blei-Blei-Kollisionen erzeugt wird, im Eingehen studiert. So, lassen Sie mich dann eingehen auf die Datennahme und die Ergebnisse. Zunächst einmal kann man sagen, dass die Datennahme ein großer Erfolg darstellt. Hier sieht man die aufgezeichnete Datenmenge, die wir messen in integrierter Luminosität in diesen Einheiten inversen Femtobahn. Wenn Sie das modifizieren mit den Wirkungsquerschnitten, dann erhalten Sie die Zellrate. Und man sieht, im Jahre 2010 ist die Linie relativ flach und die wurde dann sehr stark erhöht, die integrierte Luminosität, sodass wir bei etwa 5 inversen Femtobahnen im Jahre 2011 waren. Und das wurde erhöht auf über 20 inversen Femtobahnen im Jahre 2012. Wenn man das in Zahlen fassen will, dann finde ich diese Zahlen hier beeindruckend. Bis Ende 2012 wurden etwa 10 hoch 15 Proton-Proton-Kollisionen im LHC realisiert. Von denen wurden 10 hoch 10 etwa aufgezeichnet auf die Speichermedien. Und das ist eine stattliche Zahl. 25 Millionen Z0-Zerfälle in μ+, μ- sind in diesen Daten erhalten. Ich möchte das mal in Relation setzen. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, auch an einem Proton-Antiproton-Experiment. Nach 3 Jahren harter Arbeit hatte ich 38 Stück und ich kannte jedes einzelne. Ja. So, ich glaube, der Erfolg ist hier sehr schön zusammengefasst worden von Steve Myers als Direktor für Beschleuniger in CERN. Er sagt in wunderbarem Englisch: "The first 2 years of LHC operation have produced sensational performance, well beyond our wildest expectations. The combination of the performance of the LHC machine, the detectors and the crypt, die Datenverarbeitung, has proven to be a terrific success story in particle physics." Und ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wenn jemand von Ihnen lieber zahlen möchte, dann habe ich hier noch mal ein paar Performance-Zahlen mitgebracht, sowohl von der Luminosität des Beschleunigers als auch von der Zahl der funktionierenden Detektorkanäle. Und ganz beeindruckend ist auch die Geschwindigkeit, mit der die Experimente die Daten analysiert haben. So, lassen Sie mich dann zur Physik kommen. Ich glaube, die Teilchenphysiker hier unter Ihnen, die werden sich noch alle, die Älteren zumindest, erinnern an den 30. März 2010. Das war der Tag, an dem zum ersten Mal hochenergetische Kollisionen stattgefunden haben. Gegen 14.20 Uhr gab es die ersten Kollisionen im ATLAS-Experiment. Sie messen wir, glaube ich, etwas später. Sie sehen, kurz eine halbe Stunde danach gibt es die ersten sensationellen Ereignisse. Ja, man sieht, es dauert nicht lange, und man sieht dann große Energiedepositionen im Detektor. Hier ist ein Querschnitt durch die Strahlröhre. Das heißt, senkrecht zur Strahlröhre sieht man zwei Bündel von Teilchen, die die Teilchenphysiker als Jets interpretieren. Und die resultieren aus den Streuprozessen der Protonen aneinander. Die Protonen, wie wir wissen, sind zusammengesetzte Objekte, wo aus Quarks und Gluonen, und zwei solche Quarks oder Gluonen streuen hart aneinander. Und es kommt zu einem großen Viererimpulsübertrag, der sich dann mit Energien unter großen Linken, großen Transversalimpulsen ganz deutlich zeigt. Und in diesem Ereignis beispielsweise waren in diesen Jetstrukturen jeweils 500 GeV Energie, also eine ganze Menge enthalten. So, man kann natürlich dann solche Ereignisse studieren, denn das ist ein harter Streuprozess, der ist auch theoretisch sehr gut berechenbar. Und dann besteht natürlich der erste Test darin, dass man hingeht und Theorie und Daten vergleicht. Hier nochmal schemenhaft skizziert, wie dieser Streuprozess abläuft, also ein Parton aus dem Proton, Stoß hart zusammen mit einem zweiten Parton aus dem anderen Proton. Es kommt hier zu diesem Streuprozess. Unter großen Winkeln gibt es hier die auslaufenden Teilchenjets. Weil wir keine freien Quarks sehen, fragmentieren diese freien Quarks in diese Bündel von Atomen. Die experimentellen Messdaten sehen Sie hier als Beispiel von der ATLAS-Kollaboration. Doppeldifferenzieller Wirkungsquerschnitt als Funktion des Transversalimpulses, den sieht man hier. Man sieht also, mittlerweile haben wir Jets bis zu mehreren TeV gemessen. Und das hier ist die theoretische Vorhersage. Das sind die Balken, die hier verglichen werden mit diesen Punkten.
Ja, doppelt differenziell als Funktion von pt und von einer Winkelvariable, die wir immer als Rapidität bezeichnen. Und man sieht hier eine hervorragende Übereinstimmung zwischen den Daten und dem Experiment. Die Theorie rechnet natürlich diese Streuprozesse aus über die Feynman-Diagramme und um die Übereinstimmung zu erreichen, braucht man auch Beiträge der Quantenkorrekturen auf dem Niveau der nächstführenden Ordnung. Wie Sie sehen, sind die Daten sehr gut beschrieben durch die theoretischen Rechnungen. Als nächstes möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, dass wir in NRC auch bereits mit der Jetphysik auf dem Weg sind, Präzisionsphysik machen zu können. Die Quantenchromodynamik wird beschrieben, wie Sie wissen, durch einen freien Parameter, durch die Kopplungsstärke, die Kopplungskonstante Alpha S. Und wir alle haben gelernt in Vorlesungen, dass Alpha S keine Konstante ist, sondern eine Energieabhängigkeit zeigt. Und man kann jetzt die experimentellen Daten vergleichen, das ist hier sehr schön gemacht worden bei der CMS-Kollaboration, im Vergleich zu einem Modell mit einem nominellen Alpha-S-Wert. Und man sieht, das stimmt relativ gut überein innerhalb der Unsicherheiten. Man kann das als Funktion von dem Vierer-Impuls übertragen, von dem Transversalimpuls anschauen. Und man hat hier Messungen von Alpha-S bei höchstem Wert. Liebe zu, es ist noch nicht die next-to-next-to-leading order Präzision erreicht. Aber es gab die nächste Video-Revolution in der theoretischen Berechnung und ich bin relativ zuversichtlich, dass unsere Theoretiker auch in Zukunft weiterarbeiten und auch das hier verbessern werden. Man kann nicht nur QCD testen, sondern man kann natürlich auch direkt nach Abweichungen suchen. Ja, das ist ja ein Ziel, dass man nach Abweichungen nach Physik jenseits des Standardmodells sucht. Genau die gleichen Daten kann man untersuchen, ob es hier eine glatte Verteilung gibt, wenn ich zwei Jets rekonstruiere und die invariante Masse betrachte, oder ob es hier Abweichungen gibt, die zum Beispiel entstehen können von angeregten Quarkzuständen, die in zwei Jets zerfallen. Und das ist nicht der Fall, wie man hier sieht. Heute können wir angeregte Quarks ausschließen mit Massen bis zu etwa 4,1 TeV. Ich habe Ihnen hier ein paar alte Zahlen mitgebracht, die Ihnen sofort zeigen, wie viel, wie stark man gewinnt mit der Energie an einem hadronischen Beschleuniger. Sie sehen hier zum Beispiel, die gleiche Analyse wurde gemacht an dem Vorgängerbeschleuniger Tevatron in den USA mit dieser integrierten Luminosität. Als der LHC angeschaltet wurde, das war die erste Publikation der Atlas-Kollaboration. Sie sehen, dass ein Faktor 3600 in der integrierten Luminosität dazwischen und trotzdem ist die Grenze auf neue Physik von den Atlas-Experimenten bereits sozusagen nach einigen Wochen besser, deutlich höher gewesen als die, die am Tevatron gesetzt worden waren. Das zeigt Ihnen auch das Potenzial für dieses Jahr, wenn wir jetzt die Energie wieder erhöhen um einen Faktor 2. Das ist einer meiner bevorzugten Plots vom LHC. Sehr oft wird man gefragt, was habt ihr denn außer dem Higgs-Loch getan? Und das ist, glaube ich, die Antwort. Ja? Und da möchte ich ein bisschen Zeit verwenden drauf. Was hier gezeigt ist, sind alle Messungen von vielen Standardmodellprozessen am LHC. Ich habe bereits diskutiert diesen ersten einzigen Punkt hier, die Jetverteilung. Und man sieht hier die Messdaten mit dem Wirkungsquerschnitt für diesen Massenbereich. Dann sieht man hier unten andere Prozesse, zum Beispiel die Produktion von Ws, die Produktion von Z, von Top-Paaren, von 2W-Bosonen, von W und Top, von W und Z und so weiter, bis zu einem ganz seltenen Prozess hier, der da heißt, die elektroschwache Streuung von zwei gleichgeladenen W-Bosonen in Vorwärtsbereich. Und was ich persönlich sehr beeindruckend finde, ist einerseits die Präzision in den Messungen, andererseits aber auch die Präzision in der theoretischen Berechnung. Die Punkte hier in blau sind die Messpunkte bei 7 TeV, in orange die Messpunkte bei 8 TeV und alles, was mit einem Balken unterlegt ist, und das ist sehr, sehr viel, ist die theoretische Vorhersage. Und das ist eine fantastische Übereinstimmung und ein fantastischer Beweis dafür, dass die Quantenfeldtheorien, die Standardmodells, Quantenelektrodynamik, Quantenchromodynamik und die unendliche Theorie die Physik am LHC hervorragend beschreiben. Mit anderen Worten, die Teilchenphysiker verstehen, was sie tun. So, was mich persönlich hier insbesondere auch beeindruckt, ich zeige Ihnen ein paar Beispiele, ist, wenn man die W-Produktion anschaut, dann ist das ein omnipräsenter Untergrund in allen Suchen. Und insbesondere muss man verstehen die Produktion von W-Bosonen mit mehreren Jets. Und das ist mittlerweile hervorragend gelungen. Bevor ich das zeige, wollte ich noch sagen, wie manche Theoretiker LHC interpretieren, nämlich als Long and Hard Calculations. Die stecken da in der Tat dahinter. So, das ist die Produktion von W-Bosonen mit Jets. Hier oben sehen Sie nochmal die Beispiele von Diagrammen, dass man also Pluonen abstrahlen kann.
Und hier sind die Messdaten als Funktion der Gentechnizität in Zeit. Man sieht also hier die Messdaten und eine hervorragende Übereinstimmung mit der Next-to-Leading-Order-Theorie. Das Verhältnis ist hier genommen und das liegt innerhalb der Unsicherheiten bei 1. Sehr schön ist auch, dass wir Monte-Carlo-Modellierungen in Form von diesen Monte-Carlo-Generatoren haben, die das heute sehr gut beschreiben. Ein weiteres Beispiel für Präzision, dass man nicht nur QCD machen kann, sondern auch Präzisionsphysik machen kann am LHC. Wir sind auf dem Weg dazu. Wir haben das sehr schön heute Morgen schon in der Teilchenphysik im Hauptvortrag von Thorsten Schweineck gehört. Die Topmasse ist ein wichtiger Parameter, mit dem man die Konsistenz des Standardmodells testen kann. Und wie wir heute Morgen gehört haben, ist, man kann über die Rekonstruktion dieser Endzustände hier die Topmasse mittlerweile am LHC von den beiden Experimenten messen, mit einer Präzision von sowas wie 0,5%. Das ist sehr beeindruckend. Und auch das, die Messwerte am LHC sind in Übereinstimmung mit den Messwerten von dem Vorgängerbeschleuniger Tevatron. Und die Weltkombination hat heute eine Präzision von etwa 0,44%. Es gab für die Experten unter Ihnen immer wieder Diskussionen, welche Topmasse messt ihr denn eigentlich? Auch hier gibt es Fortschritte. Man kann die Topmasse auch als Polmasse bestimmen aus den gemessenen Wirkungsquerschnitten. Und Sie sehen hier erste Ergebnisse dazu. Und auch das, die sind in guter Übereinstimmung, obwohl die Fehler noch etwas größer sind, im Vergleich zu der direkten Messung. Lassen Sie mich dieses letzte Beispiel zeigen. Das war das Beispiel mit dem ganz seltenen Produktionsprozess. Hier hat man zum ersten Mal in der Atlas-Kollaboration Evidenz dafür gefunden, dass W-Bosonen aneinander streuen in einer speziellen Konfiguration. Sie sehen hier, W-Bosonen werden abgestrahlt von einlaufenden Quarks, streuen dann untereinander. Es gibt auch den 4-Eichboson-Vertex, der dazu beiträgt. Und diese Konfiguration führt dazu, dass man zwei Ws im Endzustand hat mit zwei begleitenden Jets. Diese zwei begleitenden Jets sind in Vorwärts-Rückwärts-Richtung des Detektors, haben also eine große Masse und eine große Winkelseparation. Wenn man danach Ausschau hält, dann sieht man in der Tat hier einen Überschuss, der über diese Prozesse erklärt werden kann. Die Atlas-Kollaboration hat hier einen 3,6-Sigma-Effekt genau vor einem Jahr etabliert. Und die CMS hat mittlerweile diese Messung auch durchgeführt und findet ebenso einen 2,7-Sigma-Effekt. So, lassen Sie mich dann eingehen auf die Entdeckung des Higgs-Teilchens. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen den Status zu zeigen. Wo stehen wir heute? Ja, was wissen wir heute über das Higgs-Teilchen? Sieht es aus wie das Higgs-Teilchen des Standardmodells? Zunächst einmal nochmal, so muss man sich in Erinnerung rufen, dass die Zahl der Higgs-Zerfälle, die wir gemessen haben am LHC, natürlich nur ein ganz kleiner Bruchteil sind von der großen Zahl der Kollisionen, die tatsächlich stattgefunden haben. Als Beispiel, 950 Higgs nach Gamma-Gamma-Zerfälle werden erwartet für diese Masse und nur 60 Zerfälle in 4 Leptonen. Das zeigt die Theoretiker, zumindest zwei der drei Theoretiker, die in ihren jungen Jahren, in den 60er Jahren an dieser Theorie gearbeitet haben. Hier unten nochmal die Publikationen. Und die Idee ist die folgende: Sie alle wissen, dass wenn man eine lokal eichenvariante Theorie hat, dann kann man keine massiven Eichbosonen erklären, die man aber braucht in der schwachen Wechselwirkung. Und der Trick ist, dass man ein zusätzliches skalares Feld, ein Spin-Null-Feld einführt mit einer interessanten Selbstwechselwirkung. Ja, man hat ein Pi-Quadrat und ein Pi-hoch-4-Term und man muss nur die Vorzeichen geeignet wählen, um so ein Potentialform hier zu realisieren. Ja, wenn die Vorzeichen beide positiv werden, dann wäre es langweilig. Mit dieser geeigneten Wahl der Vorzeichen kriegt man aber den interessanten Fall, dass das Vakuum, der Grundzustand, eine Feldstärke hat, ein omnipräsentes Higgs-Feld hat, der von Null verschieden ist. Das führt dazu, dass das Higgs-Feld natürlich den Raum durchdringt und damit auch ein Higgs-Boson als Anregungszustand dieses Feldes hier sichtbar werden kann. Das Dumme ist, dass die Theorie die Masse des Higgs-Teilchens nicht vorhersagt. Ja, man kann nur aus theoretischen Argumenten ableiten, dass das Higgs-Teilchen leichter sein soll als etwa 1000 GeV, denn ansonsten würde man in dem Prozess, den ich eben diskutiert habe, die Streuung von W-Bosonen, die Unitarität verletzen. Teilchen erhalten jetzt ihre Masse durch Wechselwirkung mit dem Feld und eine weitere interessante, präzise Vorhersage ist die Kopplung der Teilchen an das Higgs-Feld, insbesondere, dass die Kopplung proportional zur Masse ist. Und das führt natürlich dazu,
dass ich, wenn ich die Kopplungen kenne, kann ich alles ausrechnen. Unsere Theoretiker können als Funktion der Higgs-Masse von 100 bis etwa 1000 GeV die Wirkungsquerschnitte berechnen. Man sieht hier, der dominante Anteil ist die Produktion des Higgs-Teilchens aus masselosen Gluonen über solche Kopfschleifen, die sogenannte Gluon-Fusion. Der zweitwichtigste Beitrag ist die sogenannte Vektor-Boson-Fusion, wo W- oder Z-Teilchen abgestrahlt werden von den einlaufenden Quarks und dann zu diesen Higgs-Teilchen hier fusionieren. Sie sehen, insbesondere bei hohen Massen war der Prozess immer schon wichtig und hat fast die gleiche Größenordnung wie die Gluon-Fusion. Die beiden anderen Prozesse hier, das ist eine assoziierte Produktion von einem Higgs mit W- oder Top-Quarks. Die wird wichtig, wenn ich, wie Sie später sehen werden, fermionische Endzustände untersuchen. Die Zerfälle sind auch klar. Ja, wenn ich die Masse vorgebe, dann kann ich die Zerfallsverhältnisse ausrechnen. In dem Bereich, wo wir uns befinden, bei 125 GeV, zerfällt das Higgs-Teilchen überwiegend in B-Endzustände, die nicht so leicht zu messen sind. Dann kommen W- und Z-Endzustände und ganz unten kommt sogar der Endzustand in Gamma, auf den ich natürlich noch eingehen werde. Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch einmal etwas Rückblick halten, denn der LHC ist ja schon lange in der Planung. Wie Sie wissen, weitsichtige Physiker haben in den 80er Jahren bereits geplant, dass man den LEP-Beschleuniger ersetzt durch eine Protomaschine, sodass man tatsächlich die TEV-Skala erreichen kann. Und es gab wichtige Workshops, die damals durchgeführt worden sind, auch unter starker deutscher Beteiligung. Herr Flügge war damals ECFAC-Chair und es gab einen berühmten Workshop in Aachen, wo man zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht hat, wie kann man denn das Higgs-Teilchen tatsächlich finden. Das war die Higgs-Arbeitsgruppe damals, geleitet von Daniel Froidevaux. Und Sie sehen hier einige Saurier, die damals schon dabei waren. Damals noch jünger als heute. Interessant ist die Conclusion von damals. Nämlich, man hat sich zum ersten Mal gedacht, wie muss der Detektor aussehen, damit man das Higgs-Teilchen finden kann. Und eine wichtige Conclusion war, dass man auf jeden Fall den goldenen Kanal hat mit 4 Elektronen, vorausgesetzt man kann Elektronen und Myonen messen, was damals nicht trivial war, weil man damals nicht wusste, wie man zum Beispiel die innere Spurrekonstruktion machen konnte, ob man überhaupt Tracking machen konnte im inneren Bereich. Zum Zweiten wurde damals etabliert, dass man das Higgs-Teilchen nachweisen kann in 2 Photonen. Ja, vorausgesetzt, man hat eine enorme integrierte Luminosität, nämlich 10 hoch 5 inverse Picobahn, umgerechnet 100 inverse Femtobahn in unseren Einheiten heute. Und interessant ist auch die dritte Konklusion, nämlich none of the other possible channels which have been studied provide any hope to discover Higgs-Boson in this mass range. Das war sozusagen der schwierigste Massenbereich überhaupt. Ja, damals betrachtet. Wie ging es dann weiter? Und hier möchte ich etwas Kredit geben einigen deutschen Theoretikern, die hierzu auch viel beigetragen haben. Ein Meilenstein, persönlich erlebt im Jahr 1997, kam durch das Papier von Michael Dittmar und Herbie Kreiner. Ich hoffe, der Herbie ist hier. Sonst beschwert er sich immer, aber hier, das ist in der Tat der Anstoß gewesen, dass man nochmal über den Higgs-Lach-WW-Kanal nachgedacht hat, der schon als tot erklärt wurde, weil die beiden Herren damals herausgefunden haben, dass man die Spin-Korrelation ausnutzen kann. Ein weiterer Meilenstein gesetzt von Dieter Zeppenfeld, noch zu der Zeit, wo er in den USA arbeitete. Ich habe Ihnen eben gezeigt, die Vektor-Boson-Fusion wurde immer als vielversprechender Kanal bei hohen Massen, bei einem TeV betrachtet. Allerdings hat Dieter Zeppenfeld tatsächlich diskutiert, dass man damit auch in dem intermediären Massenbereich sehr erfolgreich das Higgs nachweisen kann. Am Anfang hat es niemand geglaubt, dann haben wir diese ausführliche Studie Atlas gemacht, ein Papier, das über 300 Mal zitiert ist als Monte Carlo Papier. Und wie Sie wissen, ist heute dieser Vektor-Boson-Fusionskanal ein ganz wichtiger Beitrag. Und zum Schluss auch in neuerer Zeit, dadurch, dass man Jet-Substrukturen untersucht bei hohen transversalen Impulsen, gibt es auch die Möglichkeit, dass man mittlerweile wieder, nennt es Revival, von dem Higgs-Lach-WW-Kanal hat. Unsere Theoriekollegen waren natürlich auch ganz fleißig, nicht nur die Experimentalphysiker, wir mussten ja ein Experiment bauen und uns überlegen, wie kann man das Higgs rekonstruieren. Die Theoretiker haben sich alle möglichen Gedanken gemacht über weitere Modelle. Ja, eine habe ich hier mitgebracht, das bestimmt nicht komplett. Manche von diesen Aussagen sind sogar sehr konkret. Ja, es ist doch schön, wenn man mal wirklich eine testbare
Voraussage von der Theorie habe. Ja, und jetzt gehe ich dann über zum Experiment. Ja, das ist unser Beitrag zum Jahr des Lichts, würde ich sagen. Ja, das Higgs zerfällt eindeutig in Licht. Das Higgs zerfällt in zwei Photonen. Ja, wie Sie sehen konnten, ist das schon immer ein vielversprechender Kanal gewesen. Und man sieht hier mit den gesamten Daten des Atlas-Experimentes, man hat einen Hintergrund, der aus diesem Prozess hier kommt, der nichts mit dem Higgs zu tun hat. Und dann gibt es hier die Überhöhung. Bei einer Masse von 125 GeV, wenn ich den Untergrund subtrahiere, habe ich ganz, ganz klare Evidenz dafür, dass das Higgs-Teilchen in zwei Photonen zerfällt. Ja, es gibt hier eine Wahrscheinlichkeit für eine Background-Only-Hypothese von sowas wie 10 hoch minus 13, damit, glaube ich, sind die letzten Skeptiker auch überzeugt. Und auch die Signalstärke, die passt, wenn ich mir die Signalstärke anschaue, in Atlas oder CMS gemessen, die beobachtet den Wirkungsquerschnitt, den normiert auf die Standardmodellerwartung, dann sieht man hier, man würde für das Standardmodell Higgs eine 1 erwarten und innerhalb von einem Sigma misst man sehr gut diese Werte. Ein ähnliches Bild in dem seltenen Zerfall in vier Elektronen. Hier die Bilder der beiden Kollaborationen und ich glaube, jeder wird überzeugend sagen, dass man hier eindeutig ein neues Teilchen und eine neue Resonanz sieht. Die Wechselwirkungsstärken auch hier sind kompatibel mit 1. Das ist ein Kanal, wie gesagt, der schwierig ist. Und wie schwieriger ist, sehen Sie als Physiker, wenn Sie diese Verteilung anschauen. Alles, was hier unterhalb dieses roten Beitrags ist, der rote Beitrag ist der Higgs-Beitrag, alles, was hier drunter liegt, ist unterhalb. Und insbesondere haben wir das Problem, dass die Masse hier nicht so gut rekonstruierbar ist, weil wir zwei Neutrinos in dem Zustand haben. Das heißt, man muss schon sehr viel Arbeit investieren, was investiert worden ist von den Physikern, um diesen Untergrund sehr präzise zu messen und dann entsprechend zu normieren in Kontrollregionen, sodass man sich sicher sein kann, dass man hier einen großen Überschuss hat. Das hier sind die Unsicherheiten auf dem Untergrund nach Subtraktion und man sieht hier eine deutliche Überhöhung mit einer Signifikanz von 6,1 Sigma. Der Prozess ist auch hervorragend geeignet, weil die Zahl der Higgs-Bosonen so groß ist in diesem Endzustand, um beispielsweise die Pluon-Fusion zu trennen, separat zu messen von der Vektor-Boson-Fusion. Und man sieht, man misst hier Werte, die von 0 verschieden sind und mit 1 verdrängt sind. Ja, jetzt komme ich zu dem Thema, das lange diskutiert worden ist und eine ganz, ganz wichtige Messung darstellt, nämlich die Frage, koppelt dieses Higgs-Teilchen, das neue Teilchen, denn tatsächlich auch an Quarks und Fermionen, so wie es ja über die Yukawa-Kopplung im Standardmodell implementiert ist. Bis jetzt habe ich Ihnen nur Bosonen gezeigt mit zwei Photonen, zwei Zs und zwei Ws. Und die aussichtsreichsten Kandidaten sind natürlich die schwersten Fermionen, nämlich das B-Quark und das Tau-Lepton. Beide haben aber Probleme. Nämlich das B sind Jets und davon gibt es ja, wie ich Ihnen gezeigt habe am Anfang, sehr, sehr viele. Und es ist nicht eindeutig möglich, den Higgs-Abwegig-Wertzerfall aus diesem großen Untergrund heraus zu präparieren. Ähnlich schwierig beim Tau-Zerfall, diejenigen, die sich mit Taus beschäftigen von Ihnen, die wissen, dass das Tau überwiegend in Hadronen, in ein Pion, geladenes Pion oder in drei geladene Pionen mit begleitenden Pinuls zerfällt. Auch das ist nicht so leicht abzutrennen von den Jets. Das heißt, die Idee ist, man muss das Higgs zusammen mit anderen Objekten produzieren, nämlich hier kommt die Vektor-Boson-Fusion zur Hilfe für die Tau-Endzustände und die assoziierte Produktion zu den Zs oder W-Teilchen, die dann nach Lepton oder Neutrinos zerfallen, im Fall von Taus. Trotzdem sieht man hier das Problem, man hat einen großen Untergrund, den Sie hier in Farbe sehen, und auf einer Flanke sieht man hier beispielsweise die erwarteten Beiträge von einem Higgs in Tau-Tau-Zerfällen. Das halte ich für die wichtigste Entdeckung oder wichtigste Beitrag vom LHC aus dem vergangenen Jahr 2014, dass beide Kollaborationen, die CMS und die Atlas-Kollaboration, natürlich unabhängig voneinander, einen kleinen Beitrag auf diese abfallenden Schulter hier gesehen haben. Auch hier ist man sich relativ sicher, dass man den Untergrund gut versteht, abzieht und dann sieht man diesen Überschuss. Atlas hat das geplottet in Funktion als gewichtete Ereignisse mit dem Verhältnis von Signal und Untergrund. Die gemessenen Signalstärken sehen Sie hier und die sind kompatibel mit 1. Das ist eine wichtige Messung aus dem letzten Jahr. Bei den Bs sieht es einigermaßen positiv aus, wenn man sich die Kopplungsstärken anschaut. Ja, beide Experimente messen positive Werte, allerdings sehen Sie auch den Fehler.
die Fehler sind noch so, dass man hier natürlich nicht eindeutig von einem nachweisenden Delitär sprechen kann. Allerdings wird auf jeden Fall die neue Datennahme mit wesentlich höherer Energie und höheren Wirkungsgleichschritten hier Klarheit verschaffen. Ich persönlich zweifle nicht daran, wenn man diese Messdaten sieht, dass das jetzt in diesen Endzustand zerfällt. So, ganz kurz die Frage, wie sieht es mit den Eigenschaften dieses Teilchens aus? Ist es jetzt wirklich das Higgs-Teilchen? Eine wichtige Eigenschaft, die natürlich experimentell wichtig ist, ist die Masse. Hier sehen Sie die neuesten Messungen der Masse von beiden Experimenten. Für mich persönlich sehr beeindruckend, dass man bereits jetzt mit dieser Präzision hier rechnen kann. Die beiden Experimente stimmen sehr gut überein. 125,1 ist ein gutes Maß für die Masse des Higgs-Teilchens. Hier nochmal zusammengestellt die Ergebnisse, die ich Ihnen bereits gezeigt habe, in Form der Signalstärke. Man würde eine 1 erwarten für die verschiedenen Kanäle und das Bild von der Atlas-Kollaboration ist kompatibel mit dieser 1. Der Zentralwert liegt bei 1,3 mit diesem Fehler. CMS trifft den Wert 1,0 präzise mit einer Unsicherheit von 14%. Das heißt, die Daten sind konsistent mit der Hypothese des Standardmodells Higgs-Bosons. Und meiner Meinung nach, wenn man die beiden Experimente und die beiden fermionischen Zerfallskanäle interpretiert, kombiniert, dann hat man auch klare Evidenz dafür, dass das neue Teilchen tatsächlich koppelt an Fermat. Wie sieht es aus mit Spin und CP? Da gibt es eine klare Vorhersage vom Standardmodell, nämlich dass Spin CP 0 plus sein sollen. Wir haben das verglichen durch Hypothesentests, indem man andere Modelle durchrechnet. Und hier unten steht die Antwort, die Daten bevorzugen stark die Spin-Null-Hypothese des Standardmodells und alle Alternativen können mit einem Vertrauensniveau von mehr als 99% ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Beitrag liefert dabei der Zerfall in 4 Elektronen, weil ich hier die beiden Zerfallsebenen rekonstruieren kann und damit verschiedene Spin-Hypothesen trennen kann. So, das ist der zweite wichtige Plot, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, als Ergebnis von NAC. Der erste war die klinischen Wirkungsquerschnitte. Das hier zeigt die Kopplungsstärke, die bestimmt wird aus den Zerfall- und Produktionsprozessen, als Funktion der Teilchenmasse, als Beispiel genommen für die CMS-Kollaboration. Und was man erwartet, ist diese gestrichelte Linie, nämlich dass man in dieser Darstellung für diese Wahl der Kopplungen einen linearen Zusammenhang findet zwischen der Kopplungsstärke und der Masse des Teilchens, so wie es im Higgs-Mechanismus vorhergesagt ist. Und ich glaube, wenn Sie das als Physiker anschauen, dann werden Sie mir alle recht geben, das sieht sehr linear aus und das Standardmodell wird hier beschreibten Daten sehr gut. Insbesondere möchte ich darauf hinweisen, dass man hier also für die zum ersten Mal nicht universelle Kopplungen hat. Beim Myon wird deutlich eine andere Kopplungsstärke gemessen als zum Beispiel beim Tau, was nicht der Fall ist, wenn man noch von der Raumreichkopplung macht. Lassen Sie mich dann die letzten Minuten meines Vortrags verwenden, um den Stand der Suche nach Physik jenseits des Standardmodells zu diskutieren. Also auch hier gibt es theoretisch sehr viele Modelle, wie hier dargestellt worden ist in dem Beispiel von Hitoshi Murayama. Lassen Sie mich Supersymmetrie diskutieren, weil das ja immer noch die am meisten diskutierte theoretische Erweiterung des Standardmodells darstellt. Nochmal ganz kurz, Sie alle wissen, dass man die Teilchenzahl verdoppelt, den Standardmodellteilchen werden Spin-0-Partner für die Fermionen zur Seite gestellt und Spin-1,5-Partner für die Eichbosonen und die Higgs-Teilchen, die dann mischen können und neutrale Zustände in Form von Neutralinos oder Charginos bilden können. Man kann eine neue Quantenzahl einführen, die sogenannte R-Parität, hier steht die Definition, sie ist plus 1 für die Standardmodellteilchen, minus 1 für die SUSY-Teilchen. Wenn man R-Parität erhalten voraussetzt, was man nicht muss, aber wenn man das tut, dann würden SUSY-Teilchen paarweise produziert, wie beispielsweise hier, Chlominos am LHC, und sie würden in Kaskaden in das leichteste supersymmetrische Teilchen zerfallen. Das ist ein Kandidat für die dunkle Materie, demzufolge stark Wechselwirkung. Dieses LSD würde das Experiment ohne Wechselwirkung verlassen und damit fehlende transversale Energie zur Verfügung stellen. Hier nochmal zusammengefasst für die SUSY-Fans unter uns, was sind die Argumente, warum lieben wir SUSY so sehr? Zunächst einmal hat das Standardmodell ein Problem mit einem skalaren fundamentalen Higgs, denn wenn man Quantenkorrekturen ausrechnet, dann würde man die Higgs-Masse gerne bis zu einer hohen Skala treiben. Die Korrekturen sind groß und diese Korrekturen werden auf natürliche Art kompensiert. Wenn man zu Fermionen bosonische Partner hat, dann hat man nämlich hier ein negatives Vorzeichen. Das motiviert auch die Supersymmetrie auf der TdV-Skala. Zum Zweiten, ja, die Frage, die ich am Anfang aufgeworfen habe, nach der Vereinheitlichung,
wenn man Supersymmetrie realisiert hätte auf der TEV-Skala, dann würden sich die Kopplungskonstanten ändern und als Funktion der Energie würde man erwarten können, dass es zu einer großen Vereinheitlichung kommt. Wie bereits gesagt, Supersymmetrie liefert einen Kandidaten für die dunkle Materie, nämlich das leichteste supersymmetrische Teilchen. Und wie wir wissen, ist SUSY auch eine kleine Störung nur des Standardmodells. Ja, auch SUSY kann mit einer X-Masse von 125 GeV sehr gut leben. Sehr gut vielleicht nicht, aber kann damit leben. So, wie sucht man danach? Man sucht zum Beispiel in Topologien, wie eben dargestellt von mehreren Jets plus fehlender transversaler Energie. Hier ein Beispiel von der Atlas-Kollaboration, wo man nach 10 Jets sucht mit PT größer als 50. Das hier sind die Messdaten. Die Farben hier sind der erwartete Untergrund und ein SUSY-Beitrag würde sich zeigen durch so einen Beitrag in diesem Plot und man sieht, davon ist hier leider nichts zu sehen. Als Beispiel, dass man das nicht nur in einer Region, Signalregion machen kann, sondern 3 bis 5, 6, 7 und mehr als 8 Jets von der CNS-Kollaboration ausgeführt. Und wenn man das vergleicht mit den Standardmodellerwartungen, dann sieht man hier in der Tat, dass man die Daten beschreiben kann mit Beiträgen, die im Standardmodell erwartet werden. So, was bedeutet das jetzt? Das kann man interpretieren in SUSY-Modellen, zum Beispiel in dem sogenannten M-Supra oder Constraint Minimal Supersymmetric Standard Model, wo diese beiden Parameter hier getroffen ist, die konsistent ist mit der X-Masse von 125 GeV. Und dann findet man, dass man diesen Bereich unterhalb dieser Kurve hier ausschließen kann. Einerseits ist es traurig, dass man so viel ausschließen kann. Es zeigt aber nochmal den Fortschritt, den man im LAC mit der hohen Energie gemacht hat. Das hier ist nämlich der Bereich, den man vor dem Anschalten vom LAC ausgeschlossen hatte. Die Farben hier von LEP und das war ein Beitrag von Teratron von D0. Und Sie sehen also hier einen enormen Sprung in der Sensitivität. Und dieser Sprung in der Sensitivität, der wird sich natürlich nochmal, wie ich bereits gesagt habe, wiederholen, wenn wir zu der höheren Energie gehen. Ja, die Antwort hier ist, wenn man das übersetzt, hier sehen Sie Massenlinien, dass man Quarks und Partner von Quarks und Kuonen für die ersten Generationen bei Generationen der Quarks ausschließen kann, für Massen bis etwa 1650 GeV. Jetzt ist das aber nicht das letzte Wort, denn es gibt Szenarien, die noch nicht abgedeckt sind, mit der Schönheit, wie das in dem Beispiel der Fall war. Es kann sein, in vielen Modellen sind nämlich die Partnerteilchen von Top- oder Bottom-Quarks sind die leichtesten Quarks, wohingegen alle anderen Quarks sehr schwer sein können. Hier sieht man sogenannte Natural SUSY-Szenarien, wo man leichte Top-Partner hat und Bottom-Partner, Cluinos vielleicht bei bis zu 1,5 TeV und hier leichte Charginos und Neutralinos und der Rest des Spektrums ist hoch. Dazu wurden dedizierte Suchen ausgeführt nach Stockzerfällen über Tops und in solche Neutralinos hier. Und Sie sehen hier, das ist die typische Ebene, die man untersucht, nämlich die Masse des Stockteilchens, des Partnerteilchens des Tops und hier das LSP. Und Sie sehen dann in dem Bereich, wenn ich große Stockmassen habe, dann habe ich diese Zerfälle offen. Wenn ich unter diese Schwelle falle, dass die Masse des Stops gleich der Masse des Tops plus des Neutralinos ist, dann kann ich natürlich keinen Top mehr offen haben, dann muss ich in andere Zerfallsfallen gehen. Das ist das Ergebnis der Suche von den beiden Experimenten Atlas und CMS. Man sieht, auch hier ist bereits ein großer Teil des Parameterraums ausgeschlossen, bis etwa 650-700 GeV. Allerdings sehen Sie auch, dass es Bereiche gibt, wo diese kinematischen Übergänge stattfinden, die noch nicht abgedeckt sind und demzufolge auf jeden Fall in RAN 2 weiter adressiert werden müssen. Der Parameter abdecken hier ist nicht komplett. Die Frage, ist SUSY tot, wird ja oft gestellt. Meine Antwort ist nein. Under attack from all sides, but not dead yet. Wie ich Ihnen gerade gezeigt habe, sind die einfachsten Modelle ausgeschlossen, aber es gibt nach wie vor plausible, sogenannte Natural SUSY-Szenarios, die noch nicht abgedeckt worden sind. Leichte Stops sind nach wie vor möglich oder auch in R-Paritätsverletzenden Szenarien, die ich hier nicht diskutieren konnte, gibt es weniger Constraints. Und auch ein Schwerpunkt am LAC in den nächsten Jahren wird sein, die Suche nach Charginos und Neutralinos über die elektroscharfe Produktion. So, lassen Sie mich dann abschließen mit der Zusammenfassung der Suche nach anderen Teilchen. Ich zeige Ihnen hier das Bild als Beispiel CMS, die haben natürlich nichts gefunden. Keine Leptoquarks,
Schwere Eichbosonen können ausgeschlossen werden, bis Massen von 2 bis 3 TeV. Interessant finde ich auch diesen Teil hier, ja, die dunkle Materie. Denn das ist ein Anknüpfungspunkt für die Teilchenastrophysik und die Astrophysik. Übrigens, der Plot sieht bei Atlas genauso aus. Ja. Wir können am LHC auch direkt nach dunkler Materie suchen, über die Produktion, die Annihilation von normaler Materie, von Quarks, über einen Wechselwirkungsterm hier direkt in die Teilchen der dunklen Materie. Ja, die Teilchen zerfallen natürlich, verlassen den Detektor ohne Signatur, sind unsichtbar. Insofern brauchen wir eine Signatur im Detektor und insofern verlangen wir, dass hier vorne ein Fluor nachgestrahlt wird, das heißt, dass wir eine Monojet-Signatur haben. Und diese Monojet-Signatur ist sehr stark untersucht worden. Eine Schwierigkeit stellt natürlich dieser Blase hier dar. Wie sieht denn die Wechselwirkung aus zwischen normaler Materie und der dunklen Materie? Und Sie sehen, da wird es theoretisch, hier werden verschiedene Ansätze gemacht in einer effektiven Feldtheorie. Und je nach Ansatz kann man verschiedene Ausschlussgrenzen in dieser berühmten Ebene hier erzeugen, die natürlich alle Astroteilchenphysiker interessieren. Das ist natürlich die Ebene der direkten Windsuche über die Streuexperimente in der direkten dunklen Materie. Und Sie sehen hier, gibt es Ausschlussgrenzen, aber sie sind modellabhängig. Deswegen ist meine Conclusion hier, dass es ein interessanter komplementärer Ansatz, um die Natur der dunklen Materie zu verstehen in den nächsten Jahren. Und es erfordert meiner Meinung nach klar eine enge Kollaboration von den LHC-Physikern mit den Astroteilchenphysikern und auch Theoretikern, um die Übertragung zu machen von unseren Messungen am LHC auf die direkte Suche und umgekehrt. Aber nach meiner Meinung sind beide Ansätze wirklich essentiell, um hier Fortschritt zu machen. So, damit bin ich am Schluss meines Vortrags angekommen. Ich möchte abschließend mit der Frage, wie geht es weiter? Wie Sie wissen, wird der LHC den Betrieb wieder aufnehmen. In diesem Monat gibt es die ersten Protonen, die zirkulieren werden. Die ersten Kollisionen kommen wahrscheinlich Ende Mai zustande, bei der höheren Energie von 13 bis 14 TeV. Und damit öffnet sich ein neues Tor, ein neuer Energiebereich wird zugänglich. Und was das bedeutet, habe ich Ihnen ja versucht zu zeigen, an dem einen oder anderen Plot. Meiner Meinung nach die wichtigsten Physik-Topics sind, dass man auf jeden Fall die Suche nach neuer Physik massiv bei der neuen Energie wird ausdehnen müssen. Man braucht eine präzisere Vermessung des Higgs-Profils. Bis jetzt habe ich gezeigt, dass man innerhalb von 10% übereinstimmt. Wir wissen nicht, ob das so bleibt, wenn man eine Genauigkeit von 2-3% in den Kopplungen erreichen kann. Die Frage, gibt es zusätzliche Higgs-Bosonen, ist nach wie vor da. Ja, von den vielen theoretischen Ideen sind die meisten noch am Leben. Ganz wesentlich auch die Streuung der Eichbosonen zu untersuchen und nicht zu vergessen auch die Präzisionsmessung. Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, was die Topmasse betrifft. Und der LHC wird auch auf jeden Fall die W-Masse präziser messen müssen und auch die Higgs-Kopplung. So, damit bin ich am Ende und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich Sie überzeugt habe, dass LHC ein Meilenstein im Bereich der Teilchenphysik dargestellt hat mit der Entdeckung des Higgs-Teilchens. Und ich glaube, wir haben spannende Jahre bei höheren Energien vor uns und hoffentlich steht in 2-3 Jahren jemand hier und hat eine neue Entdeckung zu berichten. Vielen Dank.